people live like they mean they did it. But we all know, they don't. There are a big deep montage. Do I buy the fun? Yeah. Bitch, I got sick AF tattooed on my underarm. Sick. I'm famous, that's why I got my own website. You don't even have a girl, just your flashlight. Sick AF, sick AF, sick rap. AF, sick. No serious quiet music. Only that foreign rap, rap with that bad techno beat. Have a pleasant night, everyone. Tune in with Radio Now 105. It is Friday the 27th, 11 PM, and I recommend you to stay at home tonight. It is a 49, the temperature is almost below 32, so if you need to go out or are already on the roads, be careful. To keep you warm and get you safe into the weekend, here's a new single of North Polyptica, Deep in the Woods. Have a good night and a safe ride. Damn it, fuck! Wir springen rein in The Woods. Fuck, fuck, fuck. Hier sind wir in den Wäldern oder im Wald. Und hier soll sich irgendwo ein Killer umkommen. Also im dritten Quartal, ihr könnt es ja auch im Chat lesen. Das wird natürlich auch auf YouTube hochgeladen werden. Wir sind hier in der Beta-Version. Wir testen das Spiel jetzt also. Und ich habe keine wirkliche Ahnung, was ich machen muss. Wir müssen uns vor dem Killer ja entweder stealth-mäßig unterwegs sein oder eben uns gegen ihn zur Wehr setzen. Da ist ein Tier. Das ist Bambi, glaube ich. Hallo Bambi. Du nährst mich doch dauernd. Wir sehen auch oben schön Blutmond. Das kann ja nur ein gutes Zeichen sein. Kennt man ja aus anderen Spielen. Ich glaube nicht, aber ich frage direkt an Moonware Games. Die werden dir sicherlich antworten können. Kleine Lichtung, okay. Guck mal, ob ich hier irgendwas machen kann. Nein. Ah, ich kann mich auch um Ecken lehnen, wenn ich das richtig sehe. Oder so. Ich kann irgendwas mit Q und E machen. Ich kann auch rennen, aber der ist sehr schön außer Atem. Also ich höre leichtes Windrauschen. Wenn das nicht ankommt, ist es zu leise, dann mache ich es lauter. Mach mal ganz kurz hier ein bisschen lauter. Kommt der Wind durch? Alles klar, müsste lauter gemacht werden. Wird gemacht. So. Wir müssen halt mal gucken, wie die Einstellungen hier sind. Ich glaube, ich muss mir einstellen oder aufschreiben, für welches Spiel ich welche Einstellungen genommen habe. Damit ich nicht dauernd die ersten Minuten verblempern muss mit Fragen, ob es passt. Aber das wäre zu viel Vorbereitung, das bin ich nicht gewohnt. Immer noch nicht.
Dann mache ich noch ein bisschen lauter. Ich glaube aber, viel lauter als das geht jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt passt. Perfekt. Weil lauter wäre auch nicht gegangen. Ich habe schon alles, glaube ich, auf Max gestellt. Ja, ist ja kein Problem, dass es in dem Menü noch ein bisschen laut war. Hallo Hirsch. Ist der jetzt hier von links nach rechts gekommen oder ist das ein zweiter Hirsch gewesen? Ja, mir hat es auch direkt gefallen, als ich es auf Steam gesehen habe, dass das kommen wird. Habe ich ja direkt den Kontakt gesucht zu den Entwicklern. Hallo Einzigartige, einen wunderschönen guten Abend. Haben wir gerade geschrien oder nicht? Ja, Garg, da macht's doch ganz einfach. Kauft ihr einfach das Spiel oder gewinnt nachher beim Giveaway und startet das Spiel dann, wenn es rauskommt, und lasst einfach nur das Menü laufen. Dann hast du die Musik. Ich habe mich mir, als ich ganz kurz vorhin mal das Spiel gestartet habe, um zu schauen, ob alles funktioniert, ob OBS es auch akzeptiert und alles, habe ich mich, als ich das ersten Blick gesehen habe, erstmal ein bisschen an das frühere Slenderman gedacht, nur aufpoliert. Wegen Wald, die ganzen Bäume. Hier scheint mir ja eine World Border gekommen zu sein, weil ich keinen Schritt mehr nach vorne gehen kann. Auch als DLC. Siehst du gar. Holla die Waldfee. Der Blitz, der Donner hat mich erwischt. Ja, so ein wenig. Das Tolle daran ist ja, ich weiß noch gar nicht, was mich eigentlich erwartet. Oh, den Film Wrong Turn, der wurde mir schon empfohlen. Ich habe ihn mir noch nicht angeschaut. Das wollte ich machen. Aber gut, dann habe ich ja... Also das hat auf jeden Fall schon mal direkt funktioniert. Ich hatte sofort die Assoziation mit Slenderman. Jetzt ist Immermaus tot. Warum das denn? Im etwas größeren Platz. Also hier ist auch ein perfekter Platz auch zum Campen, oder? Mitten im Wald. Rehe, die einem rumlaufen. Eine von uns. Automatic Slicer, vielen Dank für dein Follow. Du hast mich damit auch erwischt. Weil ich leicht angespannt hier rumlaufe. Du bist jetzt einer von uns. Vielen Dank, Automatic Slicer. Ist aber ein bisschen beängstigend, wenn jetzt jemand mit dem Namen Slicer hier ist. Ist das etwa der Killer, der da ist? Das ist schön, wir haben hier quasi ein kleines Q&A. Könnt ihr Entwickler Fragen stellen. Das Tolle ist, das kann man dann im Chat auch lesen. Ja, mich hat's auch erwischt im Maus, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich gehe davon aus, dass ich nicht am Pfeifen bin.
Ich habe die Befürchtung, dass der Killer aktuell funktioniert. Weil ich glaube nicht, dass mein Charakter hier am Pfeifen war. Dafür ist er, glaube ich, zu angespannt. Jere, hilf mir, ich helfe dir, den Mörder deiner Mutter zu finden, Bambi. Hey du, Kleiner. Ich finde das Spiel hier auch gerade mit der Atmosphäre sehr gut. Du hast diese Angst, es ist dunkel, Blutmond und alles. Es ist gruselig, aber dann laufen da einfach nur ein paar Rehe rum und Hirsche. Eine Straße, auf die ich nicht gehen kann. Okay. Aber ich würde sagen, wir folgen einfach mal ein bisschen der Straße. Und da wir hier hinten schon mal an eine World Border gekommen sind, gehen wir mal hier entlang. Hier vielleicht jetzt hoch? Oder ist es komplett dicht? Nee, ist komplett dicht. Also Straße geht überhaupt nicht, okay. Zumindest an der Stelle nicht. Komm, wo ist hier was? Von dir habe ich schon ein paar gesehen. Irgendwie vielleicht eine Unterkunft, ein Schutz. Ich habe keine Ahnung, ob einer von denen aktuell im Europapark ist. Also wenn, dann wird es wahrscheinlich Alex sein, bei Jaco glaube ich nicht. Ich würde eigentlich mal da unten gucken gehen wollen, aber ich will erstmal hier ein bisschen am Rand entlang gehen. Wobei ich schon extrem in die Mitte gezogen habe. Oh nein, nicht wieder der Pfeifer. Kann das aktuell noch nicht lokalisieren, von wo kommt das Gepfeife, ehrlich gesagt. Kriege ich aktuell nicht hin. Okay. Wir werden es sehen. Ich will ja auch eigentlich gar keine Fragen stellen, was eventuell passieren kann oder ob man irgendwelche Items haben kann, weil das wird mir natürlich dann die Entdeckungschance geben. Ich glaube, das war hier über diese Richtung. Hier schon mal in Richtung Licht. Ich hoffe, das wird keine Vorsehung sein für den Ausgang dieser Runde, aber versuchen kann man es ja mal.
Da vorne ist was Größeres. Das könnte ein Haus sein. Oder es sind einfach nur mehrere Bäume nebeneinander, an denen ich nicht vorbeischauen kann, weil die so aneinandergereiht sind. Oder ich komme da nicht rüber, weil da eine Straße ist. Ja, ich komme nicht rüber, weil es eine Straße ist. Okay. Dann nicht. Ich gehe davon aus, dass die Straßen natürliche World Borders angeben werden. Das heißt, egal in welche Richtung du gehst, du wirst irgendwann auf eine Straße kommen und dadurch wissen, dass du da nicht weiter kannst, beziehungsweise eben das Gebiet zu Ende ist. Ja, das kannst du ja runterladen. Lädst dir den Stream-Part runter, wo ein Donner vorkommt, machst dir als Sounddatei und hast ihn als Klingelton. Als Wecker sicherlich auch gut, ja. Vielleicht davor noch so ein ganz, ganz leichtes Pfeifen und dann urplötzlich kommt der Donner. Und das als Schleife gemacht? Ich glaube, davon wirst du wach. Oder du kriegst Albträume, das kann auch sein. Also eins von beiden, aber dann bist du da vielleicht irgendwann spätestens mal wach. Dass du dann den Zweck erfüllt hast auf jeden Fall, dass du aufstehst. Ich müsste da drüben auch gleich wieder eine Straße kommen, sofern ich jetzt nicht komplett quer eingelaufen bin. Ja, da ist die Straße, genau. No. Please, no, no. Okay. Also entweder bin ich jetzt in der Nähe von etwas gewesen, oder jetzt kommt einfach nur random rein. Das ist ein Stein. Einer der wenigen Steine, die ich bisher gesehen habe. Ein Haus. Oh. Das ist eine Spiegelung, oder? Ja, das ist eine Spiegelung. Ich dachte gerade, da wäre jemand drin. Aber es ist nur eine Spiegelung. Dieser Donner. Okay. Das heißt, ich kann damit gar nichts machen aktuell. Oder vielleicht dahinter mit dem Haus? Ne, das ist ein großes Haus. Das ist sowieso empty. Wunderschönen guten Abend. Hier ist offen. Hallo? Hallo? Die wurde aber schon ausgeräumt. Ach so, den Sound. Okay. Ich dachte jetzt gerade, ihr hättet das, oder du hättest das, das Haus gemeint. Das können wir dann mal dementsprechend auch in unsere Discord-Gruppe reinschreiben. Weil es hatte sich ja dann was am Preis getan. Es sollte ja ursprünglich auch höher sein, zumindest zwischendurch.
Vielleicht sollte ich auch einfach ein paar Brotkrumen bestreuen, damit ich mich nicht verlaufe. Aber wenn es hier bei den ganzen Rehen, die hier im Wald sind, vielleicht etwas kontraproduktiv ist. Es sei denn, es sind richtig fiese Rehe. Dann würden sie wahrscheinlich eher Fleisch essen wollen und keine Brotkrumen. Das ist psychologisch, Empty. Deswegen wird es auch in Supermärkten so gemacht. Dadurch wirkt der Preis immer günstiger. Deswegen hast du hinten immer eine 9 oder eine 5. Niemals einen Klappenbetrag in der Regel. Danke, Devin. Und wunderschönen guten Abend auch dir. Deswegen, Garg. Da hast du ja Schwein gehabt. Das ist ja wie abgesprochen. Bisher ja, aber wir haben auch ein Pfeifen gehört, dem ich aktuell den Killer zuschreiben würde. Oder das genauer gesagt. Weil wer sonst würde bitte in so einem Wald bei so einem Wetter pfeifen? Wir folgen mal hier dem Weg. Das ist eine etwas größere Lichtung. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich meine, man sieht auch den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Und da kann das durchaus sein, aber auf der Erhöhung. Doch, das, da kam ein Helpruf, das ist richtig. Den hast du durchaus richtig vernommen, den hast du dir nicht eingebildet. Ach so. Ja, okay, Garg, dann ist in Ordnung. Hätte man das mal früher gewusst. Ich glaube, jetzt bin ich von dem Weg abgekommen, den ich eigentlich folgen wollte, als ich auf den Chat geachtet habe. So kann man sich auch verlaufen. Naja, also ich habe das schon verstanden. Das schreibst du jetzt nur, damit das keiner weiß, Garg. Das ist wieder eine Straße, oder? Nein, noch nicht. Da hat Empty vielleicht gar nicht so Unrecht. Tut mir leid, jetzt habe ich es auch breit getreten, Garg. Also von zu wenig Rehen kann man nicht reden. Heißt es nicht immer, dass die in der Wildnis Probleme haben, also Wildnis in Anführungszeichen, im Freien kaum noch vorkommen, sondern nur gefangen in den Tierparks dieses Landes. Hier gibt es noch ganz viele, falls jemand welche braucht. Ich habe in letzter Zeit so viele Spielebeschreibungen gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht darum ging, ob wir das Spiel des Killers mitmachen oder eben nicht. Oder war das bei einem anderen Spiel? Aber wie gesagt, die Entwickler oder jemand der Entwickler ist da, der wird dir die Frage sicherlich beantworten, Empty. Die sind durchaus qualifizierter, als ich es wäre. Oder sein könnte. Das ist jetzt aber die Straße, oder? Ja, genau. Okay. Das würde ich sowieso so. Ich wollte meinen Kühlschrank anmachen. Ich hab's vergessen. Nein, 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 das soll nicht in Deutschland sein. Glaube ich nicht. Das ist mir nur gerade eingefallen. Können Sie wieder aufhören zu pfeifen?
Entscheidungen treffen kann ich. Da bin ich gut. Ob es die richtigen sind, ist eine andere Sache, aber prinzipiell Entscheidungen treffen kann ich. Meinst du? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der in der aktuellen Situation hier pfeifen würde. Oder um sich selbst zu beruhigen. Das würde wieder Sinn machen. Ja, genau. Wird hier erwartet, dass ich sterbe? Hallo? Was sind das denn für Voraussetzungen? Ich mach das jetzt hier im ersten Fluss direkt gewinnen. Ich besiege jetzt euren Killer, Moonrare Games. Oh. Warum ist es auf einmal schwarz-weiß? Im Notfall kann Garg euch auch ganz kurz, dich ganz kurz permitten, glaube ich. Dann könntest du den direkt machen. Aha. Kein Vertrauen in meine Leistung, in meine Stärken, in meinen Orientierungssinn. Wo bin ich? Aber wir können es doch gerne nachher zusammen anschauen, das Video. Das ist auch möglich, natürlich. Es kann natürlich sein, dass dadurch, dass ich halt nur in 720p und so streamen kann, oder streame, es pixeliger aussieht, als es vielleicht aussehen soll. Aber dieses Grieselige ist, ja genau, das wollte ich gerade sagen, das ist wetterbedingt. Okay, hier waren wir noch nicht. Das ist neu für mich. Es wurde kälter. Da ist Licht. Da ist ein Auto. Und da ist eine Person. Kann es sein, dass das der Killer ist, der gerade so ein bisschen gegen die Gegend steht? Wir schleichen uns mal an. Hallo? Entschuldigen Sie. Ich kann auch durch das Auto durchgehen. Also durch die Tür zumindest. Ich gehe jetzt mal ganz kurz an die Fahrradtür, ob ich da noch irgendwas machen kann. Hier am Kofferraum anscheinend auch nicht. Tja, hätte ich jetzt mal einen Führerschein, nicht wahr? Er ist weg. Hallo? Ja, ich kann ihn nicht ansprechen, der ist abgehauen. Empty. Er ist weg. Der schöne Wagen. Wer hat den verschrottet? Manometer, ja. Also ich würde mal davon ausgehen, dass du... Please, no, no. Ich denke, ich kann daran nichts machen. Laufen wir mal ein bisschen weiter. Was heißt trödeln? Erstmal das Auto anschauen. Dem Typ ging's gut. Der stand da rum. Du kannst ja nicht schlecht gegangen sein. Oder ergangen sein. Ich sollte mir jetzt vielleicht merken, wie ich gehe, dass ich vielleicht wieder rüber zum Auto komme. Im Fall, dass es notwendig ist zumindest. Vielleicht hätte ich mir auch hinterherlaufen müssen. Hätte mir vielleicht den Weg gezeigt, wo ich in Sicherheit bin. Ich glaube übrigens auch, dass der Fahrer betrunken war, wenn er hier durch die zwei Bäume durchgefahren ist. Oder er hat perfekt getroffen.
Dark, kannst du bitte mal Moonwell Games permitten? Dann kann der Link auch gepostet werden, weil ich nehme mal an, dass es ein Link sein sollte. Gut, also wir sind nur geradeaus vom Auto weggegangen. Ich weiß aber nicht, wie groß meine Drehung gerade war. Ich glaube 180 Grad. Okay, dann schickt mir einfach den Link, Moonware Games, und ich zeige das dann nachher, wenn ich angeblich mag. Hattest du schon, habe ich nicht gesehen. Vielleicht geht's auch nicht. Eine von uns, eine von uns. Moonware Games, vielen Dank für den Follow. Das geht wahrscheinlich dann nicht, weil das mit dem Engpot noch nicht abgesprochen ist. Gut, dann ist Garg mal nicht ganz so viel schuld. Garg hat nicht ganz so viel Schuld wie sonst. Ansonsten schickt mir einfach den Link, ich zeige ihn dann, wenn ich angeblich mal gestorben bin. Ob das passieren würde. So gefährlich sah der Killer nicht aus. Bisher. Übrigens, einer von uns, einer von uns. Habe ich vergessen, tut mir leid. Gehört dazu. So, hier ist wieder die Straße. Ja, nur weil... Okay, du hast hier keinen Wunsch rausgehauen. Ja, keine Ahnung. Als ob ich mich mit dem Zeug auskennen würde. Ich glaube, das weiß Garg schon. Ja gut, also das mit dem Hilferufen war wahrscheinlich erstmal nicht real, hoffe ich. Wahrscheinlich träume ich einfach nur. Ja, du kannst posten, Garg. Du solltest dazu in der Lage sein, denke ich. Oh, wir sind hier am anderen Ende der Map angekommen. Okay, jetzt haben wir die nächste Wand gefunden. Komme ich rechts dran vorbei? Ja. Aber in die Richtung nicht weiter. Ja, ändert sich auch vorerst nicht. Ja, aber MT kann nicht lesen, das ist das Problem. Müsste ich in die Wand kommen. Genau. Alter Trick, immer erstmal der Wand entlang. Damit verläuft man sich nicht. Man läuft dann zwar hier nur im Kreis, aber okay. Das wird dem Empty schnell gelingen, dass er das wieder vergisst. Da würde ich mir keine Sorgen machen, Moonware Games. Okay, das ist neu.
Ein Graben. Läuft nicht mehr. Ah, ich habe den Titel nicht geändert, gell? Den Stream-Titel. Ich werde nicht runterspringen. Die wollen mich alle nur tot sehen. Ich werde hier mal entlang laufen. Geschickt wie ich bin. Das wäre eh zu spät gewesen, MT. Der Donner. Andererseits könnte es auch eine dumme Idee sein, hier am Rand entlang zu laufen, wenn der Killer mich dann einfach so von der Seite abwirft oder so. Dann stolper ich im Fall rein. Okay, hier kann ich eh nicht weitergehen, also muss ich runter. Hallo Kazuya. Ich war in der Hütte drin, MT. Sie war komplett leer. Das Einzige, was da drin war, war Gras, Schnee, oder ich glaube damals noch Regen und sonst nichts. Wir müssen vor einem Killer fliehen. Klassiker. Aber Ballkiller klingt ja eher so, als wäre er jemand, der Bälle töten würde. Wie geht's denn, Kazuya? Hier nochmal ein bisschen lang gehen. Weiter geht's nicht. Oh, ich hab... Ist das mein Arm gewesen, den ich gerade gesehen habe? Glaub ja, oder? Ja, das ist mein Arm gewesen. Mir geht's auch gut, danke. Wunderschönen guten Abend, Toni. Ich dachte, du hättest heute Abend keine Zeit. Ich dachte, du hättest Real Life. Was auch immer das sein mag. Die Mareike kann heute nicht. Sie kriegt Besuch. Hat sie zumindest gestern gesagt. Oder heute Nacht im Stream. Ja, das Auto sah richtig gut aus. Toni hat Spaß daran, dass alle seinen Namen richtig schreiben. Er ist ganz schön lang, dieser Graben. Okay, Ende. Dann ist optimal, dann kann ich helfen. Das ist sehr gut. Und ich kann auch gleich zeigen, wie der Killer besiegt. Weil ich werde ja nicht sterben. Habe ich ja schon gesagt. Einfach nur, um Moonwear Games zu zeigen. Ha! Du hattest Unrecht. Er war schon fast fies, MT. Aber da er von dir kommt, weiß ich, er ist zu 100% ernst gemeint. Von daher... Wieso gleich? Ich hasse es, wenn Leute Sachen wissen und ich nicht. Gut, ich meine, es ist jetzt hier kein Überraschen, dass Moonwear Games weiß, was passieren wird. Ich denke, er sollte es mitwissen. Ich dodge einfach, egal was der macht. Wenn der Ballkiller kommt, ich weich aus. Das macht der Ding automatisch. Einfach nur für dich. Eigentlich wollte ich darauf einstellen, dass alles, was du schreibst, direkt weggebannt wird. Oder gelöscht wird. Ging aber nicht. Schade, ich wäre gerne rechts hingegangen. Aber wir laufen weiterhin der Ding entgegen. Nee, tut mir leid, Anti. Ich muss da jemanden fragen, der vielleicht weiß, wie es funktionieren könnte. Das Ziel ist zu überleben. Aber Moonwear Games sagt, ich schaffe es nicht. Kein Vertrauen in meine Leistungen als Pro-Gamer.
Ist das hier ein Fundament? Ich glaube ja. Hier war mal was. Das ist der Wunsch von vielen, die hier das gerade sehen. Aha. Das ist ja super. Das Spiel ist gemacht, damit ich sterbe. Super. Gute Voraussetzungen für mich. Ja, da war so eine teilende Kante. Der Donner haut richtig rein. Anhand meiner Gesundheit. 2 Minuten, okay. Also, ich habe auf die Uhr geguckt, wie lange ich es noch dann habe. Aber woher weißt du, wie meine Gesundheit ist? Ich habe gar keine Anzeige. Challenge accepted. Zack, tot. Jetzt habe ich auf den Chat gekackt und bin voll hier gegen so einen Berg gerannt. Ja, aber vielleicht habe ich ja auch einfach einen dicken Mantel an. Gut, glaub meinen Armen nicht. Den man hier ganz kurz gesehen hatte vorhin. Das sieht ein bisschen aus wie ein Elefant. Die Steinformation mit den Stoßzahnen. Da oben rechts und links die Ohren. Da unten der Rüssel. Ich glaube, ich werde schon verrückt. Es sah, also von meinem Blickwinkel aus sah das ein bisschen aus wie so eine, ja nicht wirklich Silhouette, aber so der Kopf eines Elefanten mit den 2 Ohren. Ich weiß nicht, ob indisch oder afrikanisch, da habe ich nicht auf die Ohren geachtet. Es ist ja kein wirkliches Horror-Game, zumindest nicht laut den Text, die es auf Steam hat. Apropos, laut Angabe circa 2 Minuten, wären nur noch 30 Sekunden übrig, ich wollte es nur gesagt haben. Ziel Nummer 1 habe ich gleich bestanden. Mein persönliches. Das war Toni, das war ich nicht. Das war der Toni, habe ich gesagt. So, die 2 Minuten habe ich überstanden. Sehr gut. Ab jetzt ist alles nur noch Bonus. Also kein reines Horrorspiel. Hier hätte ich mir jetzt gut vorstellen können, dass da oben auf den Bergen so Puppen oder so sind. Denken wir jetzt so Figürchen, die da runter gucken. So, ist es in The Wizard of Oz? In der ersten oder eine der älteren Versionen? Ich glaube, der ersten Farbversion, die es damals gab, in den 30er Jahren oder so? Mit den, Munchkins? Vorne ist eine Lichtung. Wir werden schnurstracks auf diese Lichtung zugehen. Ja, es macht sehr viel besser, weil es nicht nur Horror ist, sondern auch deine Psyche kaputt macht. Doch optimal. Ich glaube doch, dass wir das sind, der da ruft. Dann könnte das Pfeifen auch von uns gewesen sein. Ist das da vorne wieder der Autounfall? Nee.
Ich hab's mir durchgelesen. Daraufhin habe ich ja erst Moonbear Games angeschrieben. Lies mir's ja schon vorher durch. Guck mir manchmal auch einen Trailer an. Außer ich will komplett blind reingehen. Ah, jetzt sind wir einmal komplett von links nach rechts gegangen. Soll das Kreuz hier was markieren? Okay, jetzt haben wir es einmal komplett umlaufen, glaube ich. Ein paar Minuten stehen bleiben, das wird doch dann langweilig zum Zuschauen, oder? Okay. Das ist schon mal cool. In die Mitte. Ich war ja vorhin in der Mitte. Aber wir laufen dann wieder quer rein. Vielleicht führt mir noch ein paar Rehe. Ich habe schon lange keine Rehe mehr gesehen. Also ich habe sie schon ausgeblendet. Doch, das ist das Problem. Da ist eins. Kaum gesagt, ist es wieder da. Perfekt. Ja gut, alles, das ist richtig. Ich bin ja nicht jeden immer Trip-Mining-technisch hier durchgelaufen. Das ist korrekt. Da muss ich sagen, touché. Ich glaube, ich bin tot. Ich liege sprichwörtlich unter der Erde. Also es hat ein bisschen länger gedauert als angekündigt, aber... Es ist korrekt, ich bin tot.